Wachen, zu mir! So viele Wachen können hier eigentlich gar nicht mehr rumlaufen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren das wohl alle. Ich finde dich schon noch. Machen wir mal wieder die Tür zu. War doch immer der Raum von unserem Heflock, oder nicht? Prototyp-Baupläne. Ha. Holen sich die Ratten. Erstmal zu unserem Kollegen Heflock. Der kriegt jetzt erstmal seine Abreibung. So. Das haben wir erledigt. Ich mache erst die Nebenmission, bevor ich hier weitergehe. Ich könnte ja mal versuchen, die Tür zu öffnen. Ich mache die wieder zu. Was haben wir denn da? Ich gehe oben übers. Ja. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Wir müssen aber erstmal zum Lauf. Wir müssen aber erstmal zu unserem alten Kollegen. Der Pierre. Oder wie er auch immer schön heißt. Es ist wohltuend, mit jemandem von meinem Niveau zu reden. Ich guck mal, Knochenartefakt. No, sogar eine Rune. Das hätten sie auch damals schon sagen können. Aber warum meinen Groll hier? Ich habe ein paar Fragen. Zum Elixier, ja, wir müssen über Ihr Tonikum reden. Warum haben Sie keine Homöopath? Corvo, gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Pieros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv.
Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Den habe ich sogar schon, den Bauplan. Das ist ja von dem Prototyp, glaube ich. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Corvo? Wir dürfen ihm alle verbrennen. Wir setzen ihm alle im Schlaf. Wie Sie wünschen, Kopf. Wir werden über alle Berge sein. Weil wenn wir die ja alle zermetzeln, ist der Chaosfaktor nicht so hoch. Alles ist fertig, Corvo. Nur der Walöltank zur Energieversorgung fehlt noch. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Essen, 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 essen. Damit die Energie auch wieder schön voll ist. Meine Lieben, Walöl. Ja, schön oben auf dem Dach der Blitzfahrer. Wie das Ding jetzt abgeht. Großartig. Einfach großartig. Seine Funktion übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Wirklich unbeschreiblich. Ein Gerät wie dieses wird Dunwalls Sicherheit ein Jahrhundert lang garantieren. Jo, ich würde mal sagen, die sind alle tot, ne? Das können wir natürlich auch noch plündern. Hier gibt gar keine Knochenartefakte mehr. Ja. Sieht gut aus, würde ich mal sagen. Kann ich jetzt ruhig zu Emily hingehen. Das ist der komische Liebesbrief noch von der. Ich gucke aber erstmal hier weiter, was hier so geht. So. Kann ich ja rein theoretisch oder runterporten, ne? Und ja rein theoretisch mal alle Leichen plündern. Nehmen. Ja. Der Tallboy. Brandbolzen. Die scheinen hier eine Rarität zu sein. Was ist das denn? Lydia. Naja, die sehen ganz komisch aus. Nicht gerade appetitlich. So viel kann man sagen. Zam, gehen wir mal hier hoch. So. Zack.
Gehen wir mal hier rein. Ich bin's, Corvo. Corvo, Sie leben noch. Sie haben alle getötet, Corvo. Alle getötet, um es zu vertuschen. Und dann haben Sie Emily mitgenommen. Ich konnte sie leider nicht beschützen. Finden Sie sie. Ich... für Sie. Jetzt. Das Gerede von einem ehrenhaften Militäroffizier. Havelock wird Emily wie eine Schutzfigur für sich nutzen. Tatsächlich. Der Tod des Lord-Regenten hat den Admiral verändert. Ich konnte es sehen. Auch Martin war seltsam. Er verstummte, wenn jemand nachkam. Und flüchtete sich tief in die Nacht mit Havelock und Pendleton, während sie da draußen waren. Sie merkten, dass sie nur einen Schritt davon entfernt waren, Rang und Macht des Lord-Regenten zu erlangen. Und waren besorgt darüber, Rechenschaft ablegen zu müssen. Kommt als Kaisertreue. Sie hätten auch kommt da sogar angeschippert. So. Dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann ich gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir müssen hier verschwinden. Der Admiral kontrolliert jetzt das Militär. Martin ist der Oberaufseher und Pendleton der Günstling der Edelleute und des Parlaments. Sie brauchen Emily. Aber sollte Havelock sehen, dass um ihn herum alles zusammenbricht, wer weiß, wozu er dann fähig ist. Wir fahren nach Spiros Island. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm. Oh, danach könnte das Spiel schon Ende sein, meine lieben Freunde. Deswegen müssen wir gucken. So, niedrig, Chaosfaktor niedrig. Darum ging es mir. Niemanden getötet. Ich habe doch niemanden getötet, oder? Den Blitzfaller benutzen, um hier uns Lovo zu retten. Ist doch gut. Zack. King Sparrow. Sieht aus wie so Alcatraz Gefängnis irgendwie. Ich finde, der hat ein bisschen Gefängnis-Flair. Ich vermute, Havelock, Martin und Lord Pendleton sind schon länger an Land und in den Leuchtturm gegangen. Ich kenne sie. Ohne Kampf werden sie sich nicht ergeben. Ich erinnere mich daran, wie der Admiral und Martin über den Ort sprachen, an dem sie sich verschanzen würden, wenn nötig. Wer hier hinein will, muss die Festung und das Wachhaus stürmen. Und dann führt nur ein Weg nach oben. Es war mir eine Ehre, mit ihnen gedient zu haben. Wenn wir all das hier überstanden haben, sehen wir uns vielleicht wieder. Und es läuft da, wir sind richtig auf Kurs hier gerade im Game. Wenn Sie verdient, dann Sie. Grüßen Sie Emily von mir. Wenn sie auf dem Thron sitzt, wird sie keine Zeit mehr für einen alten Mann wie mich haben. Jo, es scheint der letzte Level zu sein, aber auf einmal steht da ein niedriger Chaosfaktor. Aber sie hat... Gebirgskarte brauche ich gar nicht. Schafft das ganze Chaos zu überstehen, ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Na, die Tränke dafür kann man natürlich immer gebrauchen. Ne? Ich guck mal, ob wir hier über den Runen noch was aufpumpen können, bevor wir da richtig Gas hier geben. Windstoß. Die Vitalität ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Nehmen wir mal das hier erstmal. Das scheint erstmal gut zu sein dafür. Sich wieder, glaube ich. Speichern sollten wir auch mal wieder, ne? Weil. Wie man sehen kann, wo das letzte Mal gespeichert wurde. Zu viel.